Liebe Grünen, eben habt ihr bekannt gegeben, dass es ohne Tempolimit mit euch nicht zu einer Regierung kommt. Ihr wollt unbedingt ein Tempolimit in der nächsten Regierung haben. Nun gut, da habe ich eine gute Nachricht für euch. Kein Autofahrer, kein Dieselfahrer möchte euch wirklich in einer Regierung haben. Das kann sich Robert Habeck noch so oft wünschen. Die Mehrheit der Deutschen wollen kein Tempolimit. Ich finde das zudem höchst undemokratisch. Im Oktober fand eine Abstimmung im Bundestag statt. Da haben 498 zu 126 Abgeordnete gegen ein Tempolimit gestimmt. Im Februar diesen Jahres fand eine Abstimmung im Bundesrat statt. Da haben ungefähr 90% der Länder gegen ein Tempolimit abgestimmt. Das Einzige, was ihr nie versteht, ist, dass man einfach demokratische Ergebnisse einfach mal akzeptieren könnte. Die Deutschen wollen kein Tempolimit, die Abgeordneten in allen Kammern wollen kein Tempolimit. Lasst es doch einfach mal sein. In Deutschland gilt seit 1978 das Prinzip der Richtgeschwindigkeit. Und dieses Prinzip hat sich sehr gut bewährt. In Fakten bedeutet das nämlich, dass es eine Reihe von guten Argumenten gibt, warum wir kein Tempolimit in Deutschland brauchen. 2019 war so zum Beispiel das Jahr der niedrigsten Verkehrstoten. 3000 ungefähr. Noch nie gab es in Deutschland seit dieser Statistik so wenige Verkehrstote wie im letzten Jahr. Und das hat natürlich gute Gründe, denn die Deutschen haben gute Autobahnen, die haben gute Autofahrer und wir haben natürlich die besten Autos der Welt. Im europäischen Vergleich bedeutet das, auf 1 Milliarde Verkehrskilometer in Deutschland kommen 1,6 Verkehrstote. Andere Länder mit Tempolimit haben deutlich mehr. Frankreich hat 1,7 Verkehrstote, Italien hat 3,1 Verkehrstote und Polen hat sogar 4,8 Verkehrstote. Fast alle Länder mit einem Tempolimit haben deutlich mehr Verkehrstote auf diese Milliarde Kilometer gerechnet als Deutschland. Auch das Argument des Klimaschutzes zieht nicht. In puncto CO2-Einsparung bringt ein Tempolimit von 130 gar keinen Effekt. Ein Tempolimit von 120 brächte 0,27% Einsparung, quasi ein Null-Effekt. Auch in puncto Lärm bringt ein Tempolimit nichts. Denn wir alle wissen, dass in puncto Lärm vor allem die LKWs, der Schwerlastverkehr auf den Autobahnen verantwortlich ist und nicht der PKW-Verkehr. Es gibt kein einziges Argument, das für ein Tempolimit spricht, es sei denn eure grüne Ideologie. Ihr wollt die Autofahrer um jeden Preis erziehen, ihr wollt die Menschen um jeden Preis erziehen. Das ist der einzige Grund, darum geht es euch. Liebe Grüne, das wollen die Menschen in diesem Land nicht mit sich machen lassen. Da gibt es von uns eine Seite gegen ein Tempolimit, 130-danke-nein.de. Hier könnt ihr euch gerne eintragen. Mittlerweile fast 85.000 Menschen haben sich hierzu eingetragen. Mittlerweile gibt es auch von der CSU eine schöne Aktion, Tempolimit Nein Danke. Auch hier haben sich weit über 200.000 Menschen und Autofahrer mittlerweile eingetragen. Das solltet ihr weiter tun. Ganz klar, wir sind gegen ein Tempolimit. Es braucht in Deutschland kein Tempolimit. Es gibt keine Argumente für ein Tempolimit. Und liebe Grünen, wenn es euch so wichtig ist, dieses Thema in einer nächsten Regierung zu besetzen, dann würde ich euch raten, geht in keine Regierung. In diesem Sinne. Euch allen eine gute, sichere und zügige Fahrt.